Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und es ist Oktober. Das heißt, wir müssen natürlich auch ein bisschen mehr über Horrorfilme sprechen, weil Halloween steht vor der Tür. Und was macht man da natürlich? Man guckt gruselige Filme und man schnitzt vielleicht irgendwelche Kürbisse aus, obwohl ich das nie gemacht habe, weil dafür habe ich zwei linke Hände und das würde nie gut gehen und in einem Kürbisblutbad enden. Deswegen beschränke ich mich einfach auf die Horrorfilme. Und ich dachte mir, in diesem Video gehe ich mit euch mal so ein paar Horrorfilm-Meilensteine durch, die tatsächlich irgendwo auch das Genre geprägt haben, die dafür gesorgt haben, dass andere Filme kommen konnten, darauf aufbauen konnten, um uns das zu bieten, was wir heute haben, nämlich teilweise ja wirklich sehr, sehr tolle, sehr, sehr gruselige, sehr, sehr grafische und sehr, sehr eklige Horrorfilme. Das geht natürlich nicht ohne den einen oder anderen Spoiler zu dem einen oder anderen Film, den ich jetzt hier erwähnen werde. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Groovy. Wir fangen natürlich beim Horrorfilm mit der Origin Story an und da könnte man jetzt wirklich ins Jahr 1896, glaube ich, gehen. Da war Georges Méliès der Urvater des Kinos, der ja auch sowas wie die Reise zum Mond gemacht hat und der hat damals auch einen Film namens Das Haus des Teufels gemacht, wo tatsächlich auch erste Horrorelemente irgendwo schon mit drin waren. Es gibt fliegende Fledermäuse und gefährliche Teufelsfiguren und irgendwas ploppt plötzlich auf. Das kann man irgendwo so als die ersten Gehversuche des Horrorgenres bringen. Aber tatsächlich, wenn man so ein bisschen schaut, was sind denn einprägsame Horrorfilme gewesen, die das hier wirklich geprägt haben, dann muss man zu uns kommen, nach Deutschland. Denn gerade die deutschen Stummfilme sind echt Pioniere gewesen, wenn es darum ging, auch Atmosphäre aufzubauen. Und ich konnte mich hier leider nicht so ganz entscheiden, deswegen habe ich hier einfach zwei Filme mit reingenommen. Zum einen Das Kabinett des Dr. Caligari und zum anderen Nosferatu. Zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber trotzdem einfach sehr, sehr prägend gewesen sind. Das Kabinett des Dr. Caligari ist aus den 1920er Jahren und ist einfach ein sehr expressionistischer Film. Wenn ihr euch da anschaut, wie hier mit Licht und Schatten gespielt wird, das ist unglaublich. Allein diese gemalten Sets, was man ja früher einfach hatte, sind so wirr, sind so unangenehm anzuschauen, dass dieser Film von Anfang an einfach eine unheimliche Stimmung aufbaut. Dazu geht's ja dann auch noch um eine Geschichte von einem Schlafwandler, der hier fast so ein bisschen wirkt wie eine Art Zombie, womit man vielleicht auch sagen könnte, okay, hier hat das zumindest auch so ein bisschen filmisch schon seinen Ursprung, obwohl wir noch über Zombie-Filme ausführlich sprechen werden. Und dann haben wir natürlich sowas wie Nosferatu, ein Film, der auf Dracula basiert, aber sich die Rechte dazu nicht erlauben durfte, weswegen man das alles irgendwie umgenannt hat. I am not Dracula. Und deswegen gibt es ja auch keinen Graf Dracula, sondern nur einen Graf Orlok. Aber auch hier wieder, wie mit Licht und Schatten gespielt wird, wie dieser Film natürlich auch diesen Dracula-Mythos schon gekonnt aufbaut, ist absolut sehenswert. Und gerade diese beiden Filme kann man sich auch jetzt 100 Jahre und mehr als 100 Jahre danach noch angucken. Und sie ziehen euch noch genauso in ihren Bann. Dabei muss ich tatsächlich sagen, bin ich persönlich mehr auf der Seite von Dr. Caligari, weil der Film auch noch sehr erzählerisch vielfältig ist. Weil es gibt noch eine Rahmenhandlung und dann gibt es mit Rückblenden noch diese große Geschichte. Und einfach, wie das hier auch von den Sets aussieht, wie das optisch daherkommt, hat mir dieser Film persönlich immer ein klein bisschen besser gefallen als Nosferatu. Aber das ist hier wirklich, kann man sagen, Meckern auf hohem Niveau, weil beide Filme sind absolut verdiente Klassiker, die einfach schon mal den Grundstein dafür gelegt haben, was es bedeutet, einen Horrorfilm zu produzieren. Nosferatu.
Ja, und wenn wir jetzt schon über Graf Dracula gesprochen haben, dann müssen wir natürlich auch so ein bisschen mehr in die 30er Jahre gehen. Damals, als Universal Studios angefangen hat, alle möglichen Monster auf die Leinwand zu bringen. Die Liste ist gefühlt unendlich. Die Universal Monster sind Legenden geworden, weil hier natürlich ein Dracula groß rauskam. Frankenstein, Frankensteins Braut, der Unsichtbare, der Schrecken vom Amazonas und der Werwolf und was man sich noch alles an gruseligen Figuren vorstellen konnte, kam hier aus den 30er Jahren und baute einfach diese mystischen Figuren grandios aus. Und diese Filme machen einfach Spaß, weil sie wirklich auch die Grundlage für das legen, was wir von dieser Art von Monster einfach erwarten. Also hier wird genau gesagt, wie ein Dracula auszusehen hat. Hier wissen wir, wie langsam und behäbig ein Frankenstein irgendwie durch die Gegend läuft. Und schlussendlich sind das dann hier auch die Monster gewesen, die dann später nochmal in den 50er Jahren durch die Hammer Studios wiederbelebt wurden, wo dann zum Beispiel ein Peter Cushing, den wir alle als Grand Moff Tarkin aus Star Wars kennen, hier das erste Mal als Frankenstein oder auch als Van Helsing auftauchte gegenüber einem Christopher Lee, der dann hier ganz, ganz groß wurde in seinen Dracula-Rollen und hier dann auch einfach nochmal diese ganzen Monsterfilme wiederbelebte. Das Gleiche hat man ja dann irgendwann nochmal versucht. Jetzt hier, ich erinnere euch ganz grob an The Mummy mit Tom Cruise, wo es ja dieses große Dark Universe geben sollte, was ja ziemlich schnell, ziemlich doll in die Hose gegangen ist. Aber auch das basierte auf diesen 30er-Jahre-Film, die einfach gezeigt haben, ja, diese Monster, die man aus der Literatur kennt, kann man tatsächlich auch ziemlich gut auf die Kinoleinwand bannen und Leute gruseln sich und haben da ihren Spaß mit. Von den klassischen Literaturmonstern kommen wir jetzt mal zu denjenigen, die wir selbst heute noch wirklich wahnsinnig lieben, nämlich unseren Untoten. Und ich meine, wir reden ja auch noch über The Walking Dead und The Walking Dead lebt quasi auch von diesen Untoten. Und ein Mann ist da natürlich ganz besonders wichtig, nämlich George R. Romero und seine Nacht der lebenden Toten. Es gab natürlich schon auch in den 30er Jahren irgendwelche Zombie-Filme. The White Zombie, glaube ich, war so einer der ersten, der diesen Mythos des wiederauferstandenen Toten auf die Leinwand gebannt hat. Aber das hat nie so richtig Fuß gefasst. Jetzt hier, Ende der 60er Jahre, kommt ein Romero daher und liefert mit sehr geringem Budget einen wahnsinnig effektiven Zombie-Film, der auch heute noch einfach bestens funktioniert, weil er sich auf wichtige Sachen konzentriert, die einen guten Film ausmachen. Wir haben interessante, starke Charaktere. Es ist teilweise auch eine sehr politische Message, die in diesem Film irgendwie auftaucht. Wir haben sehr, sehr gruselige Effekte, wenn hier die Zombies auch das erste Mal auftauchen, sei es auf diesem Friedhof in der Eröffnungssequenz oder dann später, wenn sie in Massen um dieses Haus herumlaufen, dann sind die verdammt creepy und verdammt eklig. Und ein George R. Romero scheut sich auch nicht davor, hier dann wirklich ein paar fiese Sequenzen einzubauen. Wenn die das erste Mal irgendwie an Menschen rumknabbern, wenn tatsächlich irgendwie kleine Kinder plötzlich zombifiziert werden, das sind dann Augenblicke, wo du dir echt denkst, so, boah, geil, hier sehe ich einen guten Zombie-Film und der ist dann auch irgendwie der Ursprung für das, was dann später gekommen ist. George R. Romero hat das ja dann selber noch weitergetrieben und noch zahlreiche Filme dazu gemacht, aber letztendlich hier auch einfach den Startschuss gegeben für den Zombie im Kino und den Zombie in den Serien, weswegen wir natürlich auch in The Walking Dead immer mal wieder Anspielungen auf diesen alten Klassiker Die Nacht der lebenden Toten hatten. Von den Untoten komme ich jetzt mal hin zum Slasher, wobei man hier natürlich auch irgendwie sagen kann, okay, es gibt natürlich auch untote Slasher, aber das zählt jetzt erstmal nicht. Wir sind beim klassischen Slasher, wir haben einen Killer, der einfach irgendwie nacheinander irgendwelche Leute umbringt und hier kann man sich natürlich auch irgendwie wo streiten, okay, was ist denn jetzt der erste Slasher, wer könnte es jetzt hier mehr sein?
Für mich persönlich ist es tatsächlich irgendwo Alfred Hitchcocks Psycho von 1960. Ein Film, den ich euch auch heute wirklich nur wärmstens empfehlen kann, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, weil das tatsächlich irgendwo auch ein Film ist, der schon damals wahnsinnig gut mit den Erwartungen seines Publikums gespielt hat, weil man präsentierte dem damaligen Zuschauer eine Janet Leigh, die ziemlich groß war, als die Hauptfigur, nur damit sie zur Hälfte des Films einfach stirbt und es dann auf einmal um andere Leute geht. Gleichzeitig haben wir mit Norman Bates eine Figur, die wunderbar creepy ist, bei dem man gar nicht so richtig weiß, was zur Hölle ist dieser Typ, was will er eigentlich, diese ganze Geschichte denn auch mit seiner Mutter, auch wie Hitchcock hier das Haus von Norman Bates inszeniert, das hat hier wirklich sehr, sehr geile Horror-Vibes, gleichzeitig wird es dann ja aber auch nie auf irgendeine Art und Weise übernatürlich, sondern bleibt doch relativ geerdet. Und wir haben natürlich die Duschszene und den großen Reveal, was es mit Norman Bates tatsächlich auf sich hat. Hier erwächst tatsächlich ein wahnsinnig spannendes Genre, was dann später natürlich weiter ausgebaut wurde. Und ganz klar inspiriert von Psycho ist dann natürlich auch so der Kultfilm schlechthin, Halloween von John Carpenter, wo wir das erste Mal einen Michael Myers kennenlernen, der auch mit einem Messer unterwegs ist, der auch eine sehr schweigsame Figur ist, also sogar ja noch schweigsamer als ein Norman Bates. Aber der hier natürlich auch auf ziemlich gekonnte Art und Weise inszeniert wird als etwas sehr, sehr Unheimliches. Gerade wenn Laurie Strode sich am Anfang des Films immer wieder irgendwie umdreht und sich denkt, habe ich da jetzt wirklich gerade was gesehen? War das nur eine Täuschung? Hat man das Gefühl, dieser Michael Myers ist einfach nur ein Geist. Aber irgendwann stellen wir fest, okay, das ist kein Geist, der ist ziemlich real. Es wird zwar immer wieder gesagt, der ist das ultimative Böse, aber was ihn jetzt hier wirklich antreibt, das kann man gar nicht so genau definieren. Natürlich gibt es diese geniale Eröffnungssequenz, die aus der Sicht von Michael inszeniert wird, wo man sich denkt, okay, der kleine Junge hat diese Mordtriebe schon von Anfang an gehabt und später geht er dann auch wieder auf alle möglichen Teenager los, die gerade am liebsten das tun, was Teenager eben gerne tun. Und das hier ist wirklich sehr, sehr toll, weil das Böse wird uns nicht kaputt erklärt, aber es ist trotzdem verdammt unheimlich und gut. Gleichzeitig liefert uns dieser Film natürlich auch die Geburtsstunde des Final Girls oder der Scream Queen und hat hier natürlich auch den Grundstein gelegt für alle möglichen Slasher-Franchises, die danach gekommen sind. Freitag der 13., Chucky und was weiß ich nicht noch alles, auch ein Freddy Krueger. Alle fangen irgendwo damit an, dass wir hier einen Michael Myers hatten, der einfach fantastisch ist und ist für mich immer noch einer der besten Horrorfilme, den man definitiv auch rund um Halloween gucken kann. This is Mike Myers. It should be the Halloween Man. This is a Halloween mask. No, the killer dude from Halloween. Oh, you mean Jason. No! Das bringt mich dann in die 80er Jahre und hier landen wir bei einem Mann, an dem damals einfach nichts vorbeiging, nämlich Stephen King. Der Mann, der gefühlt pro Jahr 3 Romane gleichzeitig schreibt und sie auch innerhalb von kürzester Zeit veröffentlicht, hat es irgendwo auch geschafft, zu den Autoren zu gehören, die am häufigsten verfilmt wurden. Und sehr, sehr viele seiner Filme sind ja irgendwo tatsächlich auch Klassiker geworden, gehören zu den besten Filmen überhaupt. Nehmen wir nur sowas wie Die Verurteilten, der, glaube ich, immer noch auf der IMDb Top 100, zumindest auf Platz 1 oder 2 ist, ich weiß nicht mehr so genau, das verändert sich ja relativ schnell. Aber an Stephen King kam man damals in den 80er Jahren im Horrorbereich irgendwo auch nicht vorbei. Und das bringt mich dann letztendlich auch zu Stanley Kubrick und The Shining, der auch ein grandioser Horrorfilm ist, der gleichzeitig auch noch so ein bisschen das Subgenre des Haunted House, also des verwunschenen Hauses integriert, wenn wir hier dieses Overlook Hotel haben, was diesen Hausmeister Jack Torrance so nach und nach in den Wahnsinn treibt. Und es gibt ja ganze Dokumentationen darüber, wie grandios Kubrick hier dieses Hotel inszeniert hat, weil es ist einfach von seiner Art und Weise A wie ein Labyrinth. Teilweise gibt es Flure, die es eigentlich gar nicht geben könnte. Die ganzen
diesen Verzweigungen und alles. Man verliert sich in diesem Ding und man hat das Gefühl, das ist 3000 Kilometer lang, obwohl es von außen ja eigentlich relativ normal aussieht. Wie Kubrick hier einfach nur dieses Haus selbst in Szene setzt, ist schon absolut fantastisch. Dazu haben wir dann natürlich noch einen Jack Nicholson, der nicht besser sein könnte. Ich meine, jeder kennt noch diese Sequenz, wo er mit der Axt die Tür einschlägt und dann sein Yes, Johnny! Und wow, dieser Film ist Gänsehaut pur und ich kann bis heute nicht so ganz verstehen, warum ein Stephen King diesen Film einfach nicht mochte. Er hat ja dann irgendwann, glaube ich, so einen TV-Film gemacht, der ziemlich gefloppt ist und ziemlich in die Hose gegangen ist. Aber hier dieser Shining-Film, auch wenn er sich kaum an dem Buch von King orientiert und vielleicht hat ihn das irgendwo gestört, ist und bleibt einfach einer der besten Horrorfilme, den man wirklich gesehen haben muss. Dirty Cat. Yeah. Und von Stephen King und diesen ganzen großen Big-Budget-Horrorfilmen kommen wir dann irgendwo auch so ein bisschen in eine Zeit in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahren, wo dann ja auch sehr viele kleine Low-Budget-Filme auf einmal wieder auftauchten, die einen ziemlich großen Hype generierten. Und ich glaube, so der Hype-Film der 90er Jahre, ich meine, es war 1999, ist ein Film namens The Blair Witch Project. Was die Macher damals hier losgetreten haben, war ja absolut grandios. Ich meine, man baute ganze Webseiten auf, wo uns dann suggeriert wurde, dass diese Filmstudenten tatsächlich irgendwo in diesem Wald verschwunden sind, dass es das hier alles tatsächlich gegeben hat, dass es auf wahren Begebenheiten auch beruht. Und was dieser Film einfach schaffte, war wirklich diesen Hype vorab so krass aufzubauen, dass es dann im Kino einfach komplett explodierte. Gleichzeitig brachte dieser Film dann auch das Found-Footage-Genre wieder zurück, das es natürlich schon immer irgendwo mal gegeben hat. Aber hier wurde es tatsächlich noch mal so richtig kommerziell gut verarbeitet und sorgte ja dann auch für eine Menge Found-Footage-Filme. Und ich sag's dir gleich, ich bin kein großer Fan von diesen Wackelkameras. Ich tue mich auch bei Filmen wie Cloverfield echt schwer, weil ich kriege einfach nur Hirntrauma, wenn das die ganze Zeit einfach nur durch die Gegend wackelt. Und hast es nicht gesehen. Und auch wenn ich zusätzlich noch gestehen muss, dass ich nicht der größte Fan von The Blair Witch Project bin, muss ich diesem Film einfach anerkennen, was er hier geschaffen hat. Und letztendlich ist dieser Film ja auch so ein bisschen die Grundlage dafür gewesen, dass sich andere Produzenten irgendwo gedacht haben, okay, man kann auch mit wenig einen riesengroßen Hype generieren. Und da kommen wir ja dann irgendwo auch zu Filmen von einem gewissen Jason Blum, der ja dann mit dem Blumhouse Studios mit Paranormal Activity ganz ähnliche Filme produziert hat, die er recht billig drehen lässt und die dann richtig, richtig viel Geld einspielen. Und somit haben wir natürlich dann auch mit diesem Film einfach so einen Meilenstein der Horrorgeschichte, der einfach dafür gesorgt hat, dass gerade auch so Independent-Horrorfilme mehr und mehr ein größeres Publikum erreichen. Und mittlerweile sind wir angekommen bei so Sachen wie A24, die sehr, sehr verzwirbelte, verwobelte, geile kleine Horrorfilme machen, die wirklich auch nicht unbedingt für ein Mainstream-Publikum geeignet sind, aber die trotzdem wahnsinnig viele Anhänger finden. Und deswegen bravo, The Blair Witch Project, für das, was du hier irgendwo geschaffen hast. First you wanna kill me, now you wanna kiss me. So, das waren jetzt mal so meine Meilensteine so ein bisschen durch die Horrorfilmgeschichte. Da sind natürlich längst noch nicht alle. Man könnte hier wahrscheinlich ein stundenlanges Video machen, wo man wirklich mal aufschlüsselt, wie sich der Horrorfilm so entwickelt hat. Und wenn ihr auf sowas steht, wenn ihr sowas mal haben wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil dann setze ich mich hin. Ich meine, wir haben mit Hardy hier auch jemanden im Team, der sich gut mit Horrorfilmen auskennt und da können wir hier mal zusammen irgendwie was aufbauen und einen richtigen großen, langen Essay hier aufbauen, indem wir euch einfach mal die Horrorfilmgeschichte wirklich Stück für Stück erklären. Das waren jetzt, wie gesagt, nur so meine Highlights von den Highlights innerhalb des Horrorgenres. Aber wie gesagt, wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es unbedingt in die Kommentare und schreibt mir auch in die Kommentare, was so eure Meilensteine im Horrorfilmbereich sind. Und für mehr Videos von mir, klickt einfach mal auf eins von diesen beiden.